Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem lockeren Ausdauertraining. Mach mit, ganz so wie du dich wohlfühlst. Wir bleiben heute in Bewegung, wollen natürlich Schritte machen, Fette verbrennen, Energie verbrauchen und unser Herz-Kreislauf-System trainieren. Dazu richte dich natürlich auf, aktiviere deine Körpermitte und ich mache uns heute ein bisschen Musik an. Wir fangen gleich an mit den Füßen und zwar rollst du die einfach mal von der Fußspitze auf die Ferse am Boden ab. Zeig dir seitlich, sodass du deine Fußgelenke mobilisierst. Was wir auch erreichen, ist unsere Waden, unsere Venenpumpen, die das Blut in den Körperkreislauf zurückschicken. Aber jetzt schieb ganz bewusst deinen Fußrist, also die Vorderseite, nach vorne. Mach nur weiter, komm zu dir. An die Aufrichtung denken, an deinen Atem denken. Der Atem fließt und dann wirst du etwas schneller. Rechts, links. Vielleicht schon die Arme ein bisschen mitnehmen. Und wirklich locker lassen. Nochmal. Jetzt mal langsam, nochmal langsam. Und nochmal schneller. Tempo. Langsam. Schneller. Langsam. Tempo. Langsam. Tempo. Gut. Bleib da und geh am Platz. Gehen, gehen. Ganz bewusst deine Füße abrollen. Nimm die Arme mit, als wolltest du walken gehen. Schau mal, neben deinem Körper mit nach hinten ziehen. Einfach weitergehen. Und dann tippst du vorne auf, rechts, links, tap, tap. Fußspitze tippt. Wenn irgendwas zu viel wird, dann bleib einfach in Bewegung und geh am Platz. Tippe nach außen. Immer noch. Jetzt tippe weiter. Schau mal. Rechts, links. Verlagern. Lass deine Arme locker schwingen. Von rechts nach links. Vielleicht kannst du ungefähr da tippen, wo vorher dein Fuß immer war. Gut. Arme beugen. Rück kraftvoll die Arme mitnehmen. Nimm deine Ferse hinten hoch. Einfach weitermachen. Thank you.
tippe außen auf. Tap. Tap. Und jetzt wirst du kleiner. Schau mal. Und tippst nach vorne. Immer noch kraftvolle Arme. Und zieh deine Knie jetzt nach oben. Komm hoch. Wichtig ist, nicht zu hoch. Maximal bis in die Waagrechte, den Oberschenkel. Rücken soll gerade bleiben. Jetzt versuch rück, deine Arme hochzuschieben. Überkopf heißt, dass der Puls höher geht, also wenn es zu viel wird, einfach die Arme weglassen. Super. Nochmal rückwärts, die Arme beugen. Und vorne tippen. Ohne Arme, locker. Und dann gehst du am Platz. Ganz locker gehen. Fußspitzen leicht nach außen. Gut, so mobilisierst du auch die Hüftgelenke. Einfach weitergehen. Gehen, 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 gehen. Immer weitergehen, ne? Immer weiter. Schau mal. Rechter Fuß. Mach mal mit. Raus, rein. Raus, rein. Das Ganze versuchen wir auch mit links. Links. Gut. Und nochmal wechseln mit rechts. Hier. Wechseln. Wechseln. Viermal. Vier. Drei. Zwei noch. Wechseln. Vier. Schwer. Versuch's. Und nochmal wechseln. Ja. Links. Wechseln. Nur zweimal. Versuch's mal. Wechseln. Wechseln. Nochmal zweimal. Einmal. Einmal. Immer weiter, den Schritt. Schau mal, ist derselbe Schritt, nur nach vorne. Mach mal mit. Rechts vor, links vor. Darf auch so sein. Schritt, Schritt zurück. Schritt, Schritt. Bis du dabei bist. Und der Schritt bleibt. Mach mal weiter. Ich verändere nur ein ganz kleines bisschen.
die Richtung. Rechts hier nach vorne und links hier nach vorne. Immer noch nach vorne. In der Mitte stehen. 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 Jetzt nochmal nach vorne, selber Schritt. Und derselbe Schritt nochmal zur Seite. Letztes Mal noch. Stehen. Neuer Schritt. Wir warten erst auf die Musik. Schau mal. Jetzt versuch einen Schritt rechts, links. Rechts, tap, links, tap, 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 tap. Sehr gut. Ganz locker oben. Immer so eine Krone dir auf deinem Kopf denken. Denn aufrecht ist wichtig, dass wir sind. Dann ist unsere Körpermitte auch aktiv. Wenn das gut klappt, ja, dann machen wir ganz locker zwei Schritte nach rechts. Eins, zwei und nach links. Vielleicht magst du deine Hüfte mitnehmen oder auch nicht. Und jetzt nochmal einen Schritt. Einen. Zwei. Einen. Zwei. Einen, zwei, einen, zwei, sehr gut, einen, zwei, letztes Mal einen, zwei, einer, bleib hier, schau mal, tipp, 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 locker. Enger. Und nochmal nach vorne tippen. Lass deine Füße parallel federn. Richtig locker lassen. Und jetzt versuche ein bisschen deine Fersen abzuheben. Arme gehen mit,
Boxt nach vorne. Mach nur weiter. Merkst du, dass der Puls höher geht? Schau nochmal auf deine Knie, dass die nicht nach innen knicken. Jetzt nach oben boxen. Dann nochmal nach vorne boxen. Ohne Boxen. Und jetzt lass deine Arme einfach schwingen. Rechts, links. Knie nach vorne. Ganz locker. Rücken ein Stück höher. Jetzt warm geworden. Gut. Rücken ist gerade jetzt. Mach mal weiter, ich zeige dir kleine Variante, Veränderung. Schwing einfach weiter und versuch jetzt neben deinem Körper zu schwingen. Rechter Arm vor, linker Arm vor, immer noch dein Becken ganz parallel zu mir. Ganz schwer hin und her. Und jetzt gehen beide Arme nach vorne, vorne, rück. Sehr fleißig. Lass wirklich nur den oberen Rücken nach unten abkippen. Langsam kleiner werden. Und nochmal gehen am Platz. Gehen. Sehr gut. So, ein Powerwalken, ein Endspurt. Wenn du kannst, nimmst du deine Arme jetzt nochmal ein Stück höher in die Waagrechte, die Oberarme. Super. Noch höher. Und vielleicht hast du noch ganz viel Energie oder so ein bisschen. Ja? Dann mach mit mir mit. Entweder walkst du oder du trippelst jetzt. Komm, komm, komm. Nur die Fersen so ein bisschen heben. Oder du gehst. Unser Endspurt. Geht noch. Trippel so ein Stück nach rechts, egal wo die Musik ist, und trippel ein Stück nach links. Du kannst auch walken. Rechts, links. Nochmal. Alles noch gut? Letzten Sekunden. Und dann bleibst du noch mal in der Mitte. Walken. Puls nach unten lassen. Kick nach vorne. Kick. Ganz locker. Kick nach außen.
Immer noch. Drei noch. Zwei noch. Und dann bleibst du in der Grätsche stehen. Wippst locker. Tauchst mit deinem Brustbein nach vorne, stützt dich ein und rollst dann ganz langsam nochmal nach oben. Mach weiter. Nochmal eintauchen und aufrollen. Eintauchen, aufrollen. Gleich nochmal. Bleib dann unten und drück deine rechte Hand an den rechten Oberschenkel. Schau über links und wechseln. Einmal über die rechte Schulter, einmal über die linke. In der Mitte bleiben, aufrichten. Ein Bein nach vorne stellen, Fußspitzen, eine Linie, hüftbreit stehen, ganz gerader Rücken tief. Knie strecken, Fußspitze ran. Und vielleicht noch ein bisschen tiefer. Ganz langsam lösen. Andere Seite, Wade dehnen, Knie strecken, ganz geraden Rücken nach vorne und vielleicht ein kleines Stück tiefer noch, dass du wirklich spürst. Schultern zurückziehen. Super, viele Schritte gemacht, viel Energie verbraucht. Sehr gut. Komm wieder hoch, lass die Schultern, atme ein, beide Arme nach oben, atme aus, lass locker, atme ein und nochmal aus und ein letztes Mal strecken, langziehen, recken und ausatmen. Auslockern. Vielen Dank fürs Mitbewegen. Sehr gut. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, ich freue mich natürlich riesig über ein Gefällt mir oder einen netten Kommentar unten. Und vielen Dank. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit zu unterstützen. Danke dir. Der Link wäre unter dem Video auch. Da heißt deine Unterstützung. Da, wenn du draufklickst, könntest du mich mit, was es dir wert ist, im Monat vielleicht 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, was auch immer unterstützen, kannst du jederzeit verändern. Ansonsten abonniere meinen Kanal, lade noch jemanden ein, sich mitzubewegen, umso mehr Menschen sich bewegen, umso schöner. Oder schau, wenn du möchtest, auf meinen YouTube-Kanal, da gibt es eine Playlist Cardio. Zum Beispiel, da gibt es zum Beispiel auch eine Playlist Einsteiger, da gibt es auch eine Playlist kurze Workouts oder 40 bis 60 Minuten Videos und. Also einfach mal reinschauen in die Playlist, ist alles nochmal geordnet nach Themen, findest du dich bestimmt ganz gut zurecht. Oder wir sehen uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann.